gerade die Preisverleihung gesehen zum Medienpreis der Evangelischen Landeskirche in Bayern. Und es ging um die Thematik Flucht und Asyl. Das ist eine Thematik, die eigentlich schon sehr mit Emotionen auch verbunden ist. Was war denn für Sie jetzt bei der Preisverleihung so der bewegendste Moment? Es war in der Tat eine sehr bewegende Preisverleihung. Die Journalistinnen und Journalisten, die wir erlebt haben, das hat man gemerkt, stehen mit ihrer ganzen Existenz für das, was sie da geschrieben haben. Gehen natürlich mit der notwendigen journalistischen Distanz ran, aber sie haben auch eine innere Beziehung zu dem Thema. Und das Thema ist ihnen wichtig. Und ich habe gespürt eine starke journalistische Verantwortung, die deutlich gemacht hat, Journalismus und Ethik sind nicht zwei Welten, sondern die gehören zusammen. Und natürlich war es sehr bewegend auch, das Inhaltliche, wovon da berichtet wurde. Diese Geschichten haben ganz konkrete Situationen, auch ganz konkrete Menschen mit ihren Biografien ins Zentrum gerückt und haben uns sozusagen diese Biografien aufgeschlossen, haben uns unsere Herzen sozusagen hingezogen zu diesen Menschen. Dieser Inhalt ist, glaube ich, bei den Menschen, die die Preisverleihung jetzt auch erlebt haben, voll angekommen. Welche konkrete Situation ist Ihnen noch in Erinnerung? Ja, natürlich ist das Kochbuch was ganz Spannendes. Die Autorin hat auch ausdrücklich gesagt, zwei Dinge, die ihr wichtig sind, hat sie verbinden können. Kochen, sie schreibt auch über Kochen und dann eben Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen. Und sie hat einfach sehr gewinnend geschrieben von Menschen, die eben nicht reduziert werden darauf, dass sie Flüchtlinge sind, sondern die zeigen, wie gut sie kochen können und wie sie anderen Menschen hier in Deutschland eine Freude damit machen. Also das ist ein schöner Beitrag gewesen. Sehr bewegend auch die E-Mail-Nachrichten oder die WhatsApp-Nachrichten, die in dem einen Beitrag einfach der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Natürlich mit Einverständnis der Betroffenen, die in sehr bewegender Weise zeigen, wie die Handys für Menschen, die geflohen sind und jetzt hier sind, der einzige Weg hin zu ihren Lieben, die zu Hause geblieben sind, sein können. Und was da dann auch an Inhalten auch jetzt vorgelesen wurde, war sehr bewegend und hat dann auch wirklich die Augen feucht gemacht, muss man sagen, weil man einfach so gut verstehen konnte, wie es den Menschen geht. Aber auch ein Beitrag, der auch in mancher Hinsicht bedrückend war, nämlich über die Ablehnung von Fremden in einer bestimmten Region, also auch durchaus Formen von Fremdenfeindlichkeit. Auch Aktivitäten der NPD angesichts eines Hotels, in dem Flüchtlinge untergebracht sind, bedrückend auch eine Realität in Deutschland. Inwieweit sehen Sie denn Journalismus und Kirche Hand in Hand, was jetzt die nächsten 5 Jahre betrifft, bei der Migrationspolitik? Ich glaube, dass es der Kirche um ethische Verantwortung natürlich geht. Ich habe schon davon gesprochen, dass auch Journalismus eine klare ethische Verantwortung hat. Journalismus muss aus der Distanz heraus berichten, muss auch kritisch berichten, muss alle Seiten auch mit einbeziehen, die Argumente der einen und anderen Seite auch sichtbar machen. Aber ich habe in meiner kleinen Eingangsrede auch gesagt, Lautsprecher für menschenfeindliche Einstellungen darf er nicht sein. Bei allem, was Journalisten schreiben, muss im Hintergrund stehen, dass es sich hier um Menschen handelt, die Achtung und Respekt verdienen. Die Menschenwürde, glaube ich, ist schon auch die Basis für journalistisches Schreiben. Und das macht Journalismus in bestimmter Hinsicht zu natürlichen Bündnispartnern mit der Kirche. Innerhalb des Medienkonzils, auf dem wir jetzt eben auch sind, ging es ja wieder um das Big Data Phänomen, um die Datenschutzproblematik. Und Sie haben uns 4 Ebenen eröffnet, auf denen wir Verantwortung übernehmen müssen. Sie haben gesagt, eben einerseits wir als Bürger, jeder von uns, muss darauf achten, auch die Unternehmen, die Politik. Sie haben aber auch gesagt, auch die sozialkulturelle Ebene, die gibt es eben auch. Ja. Und dort sehen Sie eben die Kirchen. Was würden Sie sagen, innerhalb der nächsten 3 Jahre, wie muss die Kirche aktiv werden, um das Datendilemma, in dem wir gerade sind, das Datenschutzdilemma, ein bisschen einzudämmen? Also sie muss zunächst mal mithelfen bei der Aufklärung.
Das ist, glaube ich, die allerwichtigste und erste Aufgabe, dass wir sensibilisiert werden für die Probleme in diesem Bereich, dass wir sensibilisiert werden für die Machtasymmetrien, die da gerade entstehen. Weil Menschen, die die Daten besitzen, haben Macht. Konzerne, die die Daten besitzen, haben Macht. Und deswegen ist es sicher eine Aufgabe auf der individuellen Ebene, der ersten Ebene, von der ich gesprochen habe, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, auch als Konsumentinnen und Konsumenten, uns klar machen, dass wir selbst auch eine ethische Verantwortung haben und dass wir selbst auch bewusst mit dem Phänomen umgehen. Aber auch die zweite Ebene, die Ebene der Organisation, die Ebene der Unternehmen, ist natürlich eine ganz wichtige ethische Ebene. Und da will ich sagen, sind wir als Kirche, die ja auch eine Organisation ist, zuallererst gefragt. Wir müssen in unseren eigenen Bereichen auf Datenschutz achten. Wir müssen mithelfen, dass wir selbstbewusst mit diesen Fragen umgehen. Und dazu ist dieses Medienkonzil auch eine große Hilfe, weil es unsere eigene Organisation schärft in ihrer Sensibilität für diese Fragen. Die dritte Ebene, die politisch-strukturelle Ebene, ist natürlich ein Punkt, für den, in dem auch wir Kirchen eine Verantwortung haben. Wir müssen auch in die Politik hinein dieses Thema immer wieder ansprechen. Und wir müssen eben dafür werben, dass es datenschutzrechtliche Gesetze gibt, die den Einzelnen, aber auch die Unternehmen dabei fördern, dass sie mit diesem Thema verantwortungsvoll umgehen. Und schließlich die vierte Ebene, die sozialkulturelle Ebene. Natürlich ist für die Kirchen ganz wichtig, dass wir mithelfen, dass die ethischen Normen, die in einer Gesellschaft als normal, als gängig gelten, dass die geprägt sind von dem Begriff, den wir immer wieder nennen, der aber etwas ganz Grundlegendes ausdrückt, nämlich die Menschenwürde. Haben Sie denn ein konkretes Projekt gerade im Kopf, wo das schon gemacht wird oder wo sich schon etwas verbessert hat? Also wir sind die ganze Zeit am Arbeiten in diesen Fragen. Natürlich spielt Datenschutz eine große Rolle. Im Rat der EKD, dem ich jetzt vorsitze, aber auch in den Beratungen des Landeskirchenrats, ist das Thema Datenschutz immer wieder präsent. Wir schaffen auch die notwendige Struktur dafür. Es gibt das sichere Kirchennetz. Wir stellen uns die Frage, wie können der E-Mail-Verkehr, wie kann der so sicher gemacht werden, dass er eben nicht einfach geknackt werden kann. Das ist ein wichtiges Thema. Aber natürlich wollen wir auch präsent sein im Internet. Wir bemühen uns, die Webauftritte zu verbessern, sie interaktiver zu machen, also auch es möglich zu machen, dass wir hören, dass wir auch Impulse bekommen von den Menschen, die unsere Internetangebote nutzen. Und wir haben auch Stellen geschaffen. Also zum Beispiel haben wir als Bayerische Landeskirche eine Projektstelle für Facebook eingerichtet. Und Christoph Breit, der auf dieser Stelle jetzt tätig ist, ist ein ganz wichtiger Impulsgeber für mich auch persönlich, der mir auch hilft, meine eigene Sensibilität für diese wichtigen Zukunftsfragen, Datenschutz und Ähnliches, zu verstärken.